Eine wunderschöne gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wie man es sieht. Wir haben es jetzt schon kurz nach um 1 und ich wollte jetzt mal ein neues Testvideo machen, weil ich habe meinen Jakobs Cappuccino in der orangenen Dose gegen den Moreno Cappuccino Classic, den mir Jörg geschickt hat, mein bester Kumpel aus dem Westen. Den will ich jetzt mal vergleichen. Ich mache jetzt hier kein Cappuccino, weil ich habe hier keinen Wasserkocher und sonst was. Den kriege ich erst heute zu Weihnachten. Und ich wollte jetzt einfach nur mal das Cappuccino-Pulver so essen. Ups. Und so testen. Mit dem Teelöffel ist ja klar. Und ja, das machen wir jetzt. Wir fangen zuerst mal mit dem Moreno an. Ich wollte schon sagen, wie der schmeckt, aber das lasse ich jetzt mal. So, wir gucken uns erstmal den Cappuccino von Moreno an, den mir Jörg geschickt hat. Ja, sieht ein bisschen dunkler aus und die braunen, beziehungsweise ja, schwarzbraunen Punkte sind die Kaffeebohnen. Das Weiße ist der Milchschaum. Der sieht schon mal ein bisschen dunkler aus, oder nee, ein bisschen heller als mein Jakobs Cappuccino. Da können wir leider die Dose auch umkippen, weil die habe ich schon zur Hälfte alle getrunken, beziehungsweise habe schon vorhin mal gekostet, wie das schmeckt. So sieht der, Handy, bleib stehen. So sieht der Jakobs Cappuccino aus. Und so sieht der Moreno Cappuccino aus. Also im Live-Bild sieht der Jakobs Cappuccino ein bisschen dunkler aus als wie der Moreno Cappuccino. Und wie gesagt, ich probiere jetzt erstmal hier den Moreno Cappuccino, den mir Jörg geschickt hat. Löffel ist bereit. So, davon nehme ich aber nicht so viel wie von den Jakobs Cappuccino, weil ich habe den vorhin schon mal probiert, aber das so ein kleiner Teelöffel, ja, nicht ganz voll, aber naja, mal probieren. Der ist stärker und bitter. Warum ich sage, der ist stärker und bitter, weil ich vorhin den Jakobs Cappuccino schon probiert habe. So einfach so mit einem Löffel aus der Dose. Also der Moreno Cappuccino ist deutlich stärker vom Geschmack jetzt als der von Jakobs. Aber der von Jakobs ist mein Lieblings-Cappuccino. Und hier in der Dose, mein Jörg, es sieht nur, da sind 400 Gramm drin. Und in der Moreno-Dose sind nur 200 Gramm, also der Jakobs Cappuccino ist das Doppelte von dieser kleinen Moreno-Dose. Und jetzt probiere ich mal hier den Jakobs Cappuccino. Ja, sieht man. Ich hole das nochmal mit dem Löffel ran. Da sieht man, der ist ein bisschen heller als der von Moreno. Und jetzt probiere ich den mal. Der Jakobs Cappuccino ist ein bisschen milder als der Moreno Cappuccino, weil das hier ist ein Classic, wie man hier lesen kann. Classic ist ja eigentlich ein bisschen stärker, aber es gibt, glaube ich, auch noch eine Bezeichnung, wo Strong draufsteht. Also das ist dann extra stark oder sowas in der Art, heißt das dann. Stark und cremig, das steht sogar drauf. Stark und cremig, ja. Der Moreno Cappuccino ist stark und cremig. Ja, cremig ist er, das stimmt. Ich hab den ja schon probiert, also mit heißem Wasser und Milch. So mache ich mein Cappuccino immer. Manche machen da auch nur heißes Wasser rein, also das ist totaler Käsekram.
nur heißes Wasser, also kochendes heißes Wasser. Das ist totaler Blödsinn. Man muss da auf jeden Fall noch Milch reinmachen. Aber wer halt Laktose hat oder so, der kann halt keine Milch da in den Cappuccino reinmachen. Der sollte dann laktosefreie Milch nehmen. Dann geht das auch. Aber wie gesagt, mein lieber Jörg, wenn du mir das nächste Mal Cappuccino schickst, schick mir die orangene Dose von Jakobs. Das ist mein Cappuccino, den ich immer, schon immer getrunken habe und auch immer trinken werde. Weil ich mag keinen normalen Kaffee. Der normale Kaffee, den habe ich früher schwarz getrunken mit 2 Stücken Zucker. Und auf normalen Kaffee komme ich überhaupt nicht klar. Also ich bin auf jeden Fall ein Freund von Cappuccino von Jakobs, der orangenen Dose. So viel dazu zu dem kleinen Test. Und wie gesagt, Entschuldigung, steckt noch ein bisschen Cappuccino-Pulver im Hals. Und wie gesagt, die Jakobs-Cappuccino-Dose sind 400 Gramm. Und die kleine Moreno-Dose sind nur 200 Gramm. Also die Hälfte von der Jakobs-Cappuccino-Dose. Ich habe das vorhin mal gegoogelt, was die Dose gekostet hat. Die Moreno-Cappuccino-Dose, die hat 2 € gekostet. Und dadurch, dass das hier doppelt so viel ist, der Jakobs Cappuccino, kostet der natürlich auch doppelt so viel. Der kostet nämlich 4 € jetzt. Der hat früher mal 2,99 gekostet. Dann hat der 3,99 gekostet. Und jetzt kostet der, glaube, 4,99, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also den gibt es hier auf jeden Fall im Rewe, mein Jörg. Also wenn du mal in Rewe einkaufen gehst, guck mal nach den Jakobs Cappuccino in der orangenen Dose, in der großen orangenen Dose. Man sieht ja hier den Dosenvergleich. Also da sind 400 Gramm drin, da sind 200 Gramm drin in der Moreno Cappuccino Dose. Und den Moreno Cappuccino, den nehme ich heute mit zu meiner Schwester, weil die trinkt auch Cappuccino, hat sie mir gesagt. Und die will den haben. So kommt er nicht im Müll, mein Jörg. So wird er einfach nur weitergereicht als Weihnachtsgeschenk sozusagen. Von mir, von dir, von mir kriegt meine Schwester dann hier den Moreno Cappuccino. Auch die angefangene Dose, die machen wir gleich wieder zu. Und mein Jakobs Cappuccino, den machen wir auch gleich wieder zu. Damit hier ja auch ein Strauß bröselt. Und ja, wie gesagt, trotzdem war das ein netter Versuch, Jörg. Aber wie gesagt, den Moreno Cappuccino bitte nicht nochmal schicken. Wenn du mir nochmal ein Paket schickst mit Cappuccino oder was auch immer du dir einfallen lässt, nimm den Jakobs Cappuccino in der orangenen Dose. Wie gesagt, den gibt es im Rewe. Und den Moreno Cappuccino, den gebe ich, wie gesagt, meiner Schwester heute als Weihnachtsgeschenk. Und so kommt er nicht im Müll, so wird er einfach nur der Familie weitergereicht. Und vielleicht will ja meine andere Schwester oder meine andere Schwester, also ich habe ja 3 Schwestern, und wenn da einer einen Cappuccino will, dann sollen die sich den teilen oder was auch immer. Aber wie gesagt, Jörg, wenn du mir das nächste Mal nochmal Cappuccino schicken möchtest oder willst, nimm den von Jakobs hier in der orangenen Dose. Wie gesagt, da sind 400 Gramm drin, das ist das Doppelte von der kleinen Dose. Und der kostet halt 4 € oder, ja, der kostet 4 € 3,99. Ich habe den ja im Rewe geholt und da war der nicht im Angebot. Wie gesagt, der kostet 4 € die große Dose, 400 Gramm. Und die komische Moreno Cappuccino Klassik Dose habe ich auch vorhin gegoogelt, die kostet 2 €. Also wie gesagt, doppelter Preis für die Jakobs Cappuccino Dose und doppelte Menge auch von der Jakobs Cappuccino Dose. Danke fürs Zusehen.